Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Time-to-Do-Spezial. Aus aktuellem Anlass möchte ich nochmal darauf hinweisen, auf die ganzen Seminare, die das Starfire Mountain College aus Davos anbietet. Warum? Das erste Seminar Tanz die Flamme deines Herzens lief gerade. So viele positive Rückmeldungen von Teilnehmern an diesem Seminar, die sich unglaublich befreit und ihnen ein Stein von der Seele gefallen ist. Ich möchte Ihnen nochmal die folgenden Seminartermine nahelegen, gerade für Menschen, die traumatische Erlebnisse haben, Angstzustände, Schuldgefühle, alles das, was uns runterdrückt, alles das, was uns müde, lahm und belastet macht. Das kann man loswerden, wenn man die Therapie kennt, die Form kennt. Wir zeigen Ihnen gleich im Anschluss nochmal einen kurzen 4-Minuten-Einspieler, wo Sie sehen, was die Ladina und die Bea im Starfire Mountain College in Davos alles anbieten. Die ganzen Seminartermine und das nächste möchte ich explizit empfehlen. Mut tut gut, 24. bis 26. Februar in Langwart und das zweite Seminar für die, die jetzt am 19. das leider nicht machen konnten, Tanze die Flamme deines Herzens, nochmal am 9. April in Chur. Weitere Termine wie der Kundalini-Retreat von 14. bis 17. April in Davos, ganz starke Sache. Kundalini-Energie ist die Energie unseres Schaffens, unseres Tuns, aber wir müssen damit umgehen lernen. Alle diese Dinge wurden uns nie beigebracht. Holen Sie sich das Wissen und die Information und nehmen Sie Ihr Leben selbst in die Hand. Viel Spaß bei dem 4-Minuten-Trailer im Anhang und am Ende des Trailers blenden wir nochmal die ganzen Seminartermine ein, die Sie natürlich auch über die Homepage www.starfire-college.ch abrufen können. Auch über diese Website können Sie sich anmelden oder Sie schauen auch über unseren YouTube-Kanal den letzten Beitrag an, wo die Ladina Kinchi alle ihre Tätigkeiten für das nächste halbe Jahr vorgestellt hat. Meine Empfehlung, buchen Sie das Seminar Tanz die Flamme deines Herzens, denn da spürt man, wie die Energie uns in das Leben hineinbringt, was wir eigentlich leben können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, ich wünsche Ihnen die Lösung Ihrer Problematiken und ich empfehle das Starfire Mountain College, weil die vielen positiven Rückmeldungen, die haben mich bewogen, dieses Special kurz einzublenden. Ihnen viel Vergnügen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Leben ist Bewegung, Bewegung ist Tanz. Alle indigenen Völker tanzen als Ausdruck ihrer natürlichen Lebendigkeit und Lebensfreude. Sie ist die in allem Lebendige innewohnende, treibende Kraft, die Urgöttin, die Urschöpferin, die Urmutter aller Kreation. Sobald eine Bewegung bewusst gemacht wird, ist sie Tanz. Tanz ist immer heilend, weil er den Menschen mit all seinen Ebenen berührt. Im freien Ausdruckstanz finden sie ihren eigenen Rhythmus. Sie erwachen zu ihrer wahren inneren Kraft, zu ihrem innersten Potenzial. Sie tanzen ihre Lebensfreude, Lebenslust und Kreativität. Ebenso tanzen sie ihre Aggressionen und ihre Schattenthemen. In Davos finden sie einen sicheren Raum, wo sie all ihre Gefühle ausdrücken können. Alles darf sein, nichts muss unterdrückt werden. Ganz, ganz herzlich willkommen hier in Davos im Starfire Mountain College. Ich bin Ladina Kinchi, ich bin diplomierte Tanz- und Ausdruckstherapeutin. Ich habe meine Schule für Tanz, Yoga, Meditation, Malen, Mantrasingen, Arbeit in und mit der Natur und Seelenmatrix-Heilung vor 14 Jahren gegründet. Die Essenz, der Schlüssel, ist der Tanz. Der Tanz ist ein Schlüssel zur inneren Freiheit. Wenn du zu mir in die Schule kommst, dann wirst du in dir deine innersten Potenzial spüren. Eine grosse Quelle von Liebe, von Freude, von Lebenslust, von Hingabe, Stille, Dankbarkeit, Verbundenheit mit allem. Du wirst spüren und erleben, was dir wichtig ist, für was du dich möchtest einsetzen, für was du in das Leben gekommen bist.
Mitbringen muss man gar nichts. Einfach ein bisschen Freude haben, nach innen zu gehen und sich entdecken. Spüren, wer bist du? Was bist du? Warum bist du da? Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir miteinander die höheren Schwingungen verankern. Dass wir miteinander Freude, Dankbarkeit, Glückseligkeit, Frieden und Harmonie kreieren. Du musst keine Angst haben. Und wenn du ein bisschen Angst hast oder Hemmungen hast am Anfang, das ist ganz normal, das haben wir alle. Aber du lernst hier in einem geschützten Rahmen Angst, Stress, Überforderung, Unsicherheit loslassen. Du darfst auch mal wütig sein und traurig sein und brüllen, das ist ganz normal. Du musst nichts sein, du musst nichts leisten. Du darfst einfach dich selber sein. Und du wirst erfahren und erleben, dass du ein grosser Segen bist für die Welt. Genau so, wie du bist. Du bist herzlichst willkommen. Genau so, wie du bist. Wenn du zu mir kommst, dann kann ich dir voraussagen, dass du von innen her glücklich dich wirst fühlen. Dass du innere Freiheit, innere Sicherheit, innere Geborgenheit wirst erfahren. Das heisst, dass du deinen Alltag mit mehr Freude, mit mehr Dankbarkeit, mit mehr Gelassenheit kannst leben. Du hast vielleicht immer noch den gleichen Mann oder die gleiche Frau oder die gleichen Kinder und den gleichen Beruf. Aber du fühlst, dass du genau dort, wo du bist, goldrichtig bist und wichtig bist. Ich habe die Schule gegründet mit dem Wunsch, etwas beitragen für eine bessere Welt. Und du bist genau richtig und wichtig, dass auch du dein Bestes gibst. Wir als Teamwork. Komm vorbei, probier es aus, lass uns zusammen tanzen, glücklich sein, frei sein und uns einsetzen für eine bessere Welt.